So viel zum Thema 16 Sekunden, wa? Ja, wir sind ja gewohnt. Ist aber auch wieder meckrig. Ja, ja, heute ist oder? Eigentlich der Großteil des Tages ist doof. Alles scheiße. Ich kann mir echt nicht vorstellen. Ja. Dass wir so wenig Leute hier gleich gerade spielen. Na gut, wenn jeder halt nur auf Erange spielen will, gell? Dann sind wir so wenig Leute. Wir sind ja auch erst 54 Leute jetzt in der Lobby, also das ist ja auch, ne? Na, das wird sich also noch ein bisschen ziehen. Gut. Vielen Dank auch. Jetzt sind schon 68. Stark. Daran kannst du dich zurückerinnern, wenn alle sagen, oh, es ist aber ein liebes Kind. Schreit ja gar nicht. Ich bin müde. Das ist aber schön aufgebaut, gell? Ja, ja. Erst ganz leise. Dann. Alles scheiße. Nimm sie hoch. Bisschen rumtragen. Aber ich sag mal so, wenn sie irgendwann sagt, ich war doch nicht anstrengend, dann kannst du so in 5, 6, 7, 8 Jahren kannst du dann das YouTube-Video raussuchen. Ja. Und kannst sagen, Moment, ich zeig dir kurz was. Was sagst du? Konnte ein, oder? Hm, wir könnten aber auch hier hoch. Mach einfach irgendwas, Jörg. Jo, schon passiert. So, einer rechts neben mir, genau die gleiche Richtung. Oder das ist mehr hinter dir quasi. Okay. Da fliegen einige hin, sehe ich gerade. Naja gut, du meine, du musstest ja auch nur kurz in die Candy pflanzen. Dass er da abgelenkt wird. Die beiden sind rechts neben uns. Ja, ja, ist schon klar. Schatz, du musst es jetzt aber nicht als spielerisch die ganze Zeit machen, gell? Danke. Wenn Papa einmal Zeit hat. Das ist der Klassiker. Hm. Ich habe einen Karabiner gefunden. Das ist schön für dich. Danke. Ich habe halt dann leider keinen Rucksack, weil es tatsächlich noch ein Dreifach für dich oder ein Vierfach, je nachdem, was du willst.
eine M4 und eine Uzi, aber die Uzi ist komplett unequipped. Okay. Jetzt habe ich endlich einen Rucksack. So, auch noch irgendeine Waffe für einen Fernkampf. Quatsch, für einen Nahkampf. Nehmen wir jetzt auch erstmal die Uzi. Hm. Warst du in einem Häuser jetzt schon drin? Nee. Entspann dich, Schatz. Du musst dich zwingen, dich da zu entspannen. Also da war ich drinne. Oben auf dem Dings liegt das Dreiervisier. Kurz vorm Balkon. Hier sind 6-fach. Also könntest du jetzt mein 4-fach nehmen. Warum hatte ich mehr als ein Team gelandet? Warum kann ich hab nur eins gesehen. Okay. Ich habe im Bad ein bisschen was rausgeschmissen. Schauen wir mal die Richtung, ne? Oben rechts in den Häusern ist schon die Tür offen. Nee, doch nicht. Guck mal vom Wasser aus. Oh, ich würde mal ein bisschen weiter oben gucken von der Stadt. Wir hätten ja auch ein Auto, mit dem wir wegfahren könnten. Hier oben in den Häusern sehe ich erstmal keinen. Wir rennen ins Auto und weg. Jo. Ah, jetzt bist du natürlich falsche Richtung fast gefahren. Ich bin nur ein Stück weg. Ach so. Ich wollte nicht an dir vorbeifahren. Weißt du wie? Zur Entfernung dazwischen bringen. Ah, am besten ist, wir fahren gleich rüber auf die andere Seite. Ja, das ist dein Job. Jo. Markieren und zu machen. Zu navigieren. Also nicht zu. Na, du kannst erstmal zu deiner Markierung fahren, also jetzt geradeaus. Lässt du die Stadt links liegen. So einfach im Schnee. Ruhe. Das Schiff parat, das sterben jetzt. Also entweder wir fahren zu deiner Markierung, bleiben stehen und laufen dann so weiter oder fahren gleich rein. Ich weiß nicht, was taktisch kluger ist. Ist nicht. Oh, lass mal hier das mitnehmen und hier auslaufen. Ja. Jo. Hier ist noch ein Karabiner. Tschüss, Uzi. Brauchst du dafür Mods für die Uzi? Nee, ich habe jetzt die Bison. Hast du noch Munition für mich? Was für die Karabiner? Ja, ein paar Schuss kann ich dir geben, aber jetzt, 15 Schuss würden reichen. Mehr muss es nicht sein. Danke. Hab ich jetzt 35 Schuss, das ist ausreichend. Ja, erstmal. Jawohl, das wollte ich auch gerade machen. Verstehen uns langsam. Erste Zone ist auch nicht allzu weit weg. Wow. Entschuldigung. Das war die Richtung, oder? Ja. Ich habe halt keine Weste. Das ist halt doof. Das stimmt. Da ist auch keine drin. Dann laufen wir weiter zum nächsten Haus, oder? Ja.
Das Auto hätte man noch fix kaputt schießen können. Schöne M4. Er hat wirklich noch eine Weste geil. Also jede Weste, die du siehst, ne? Jo. Ich absolut ein Need. Ja, wenn du einen Zweierhelm siehst, würde ich den nehmen. Jo. Wir fahren da bei mir. Jo. Das ist aber auch nicht weit weg. Das müsste jetzt weiter von da oben gekommen sein. Jo. Hab's richtig gehört. Ja, lass uns danach am besten gleich rüber auf die andere Flussseite gehen. Bevor wir nachher noch ich bin drüber ja wahrscheinlich müssen. So schnell down, so schnell kann ich gar nicht gucken. Da reicht mir ein Karabiner im Bodyshot. Hat's auch Hunger gehabt? Mach dich nicht komplett verrückt, ne? Deswegen. Ich kann die Gedanken ein bisschen herhören. Wir hatten schon mal solche Phasen. Ist nicht das erste Mal. Auch mit, dass wir gedacht haben, du wirst nicht satt. Ist auch nicht das erste Mal. Sieht noch nicht gelootet aus. Oh, der Beste, verdammt. Hier ist ein Wangenpolster noch für dich. Hast du jetzt deine Weste gefunden? Nein. Achso. Ich hab gesagt, eine Weste, verdammt. Das hat sich angehört wie eher eine Weste. Das klingt anders. Na gut. Ich finde jetzt eine Zweierweste. Ich habe meinen Zweierhelm gefunden. Oh, da freue ich mich auch. Danke. Hey, da liegt mal eine scheiß Einerweste rum. Das ist so von Arsch. Hier aber auch noch nicht. Gibt's doch gar nicht. Gehen wir hoch zu der Halle. Jo. Oh, es kommt was. Das Fenster es kommt was. Da kommt's gerade runtergefahren, ist gerade unten im Graben drin. Kommt jetzt hoch. Weit weg, oder? Hab ich ihn ausgenockt, Alter. Gut in Deckung. Stark. Wieso? Oben ist noch einer an der Halle. Ach, oben an der Halle. Ja, ich seh's. Ich seh's, ich seh's. Ach, blöder Penner, ey. Hat mich erwischt. Dich ausgenockt? Ja, ja. Dich ja auch gleich. Ich schaff's aber auch nicht mehr, weil er mich jetzt gleich abschießen wird. Ich muss mich das teilen. Hast du Granate? Hast... Rauchgranate oder sowas? Ja, ja, ich. Gleich. Ach, schon zu spät. Komm, Junge. Was heißt, wenn ich's bis reinschaffe? Ich glaube, du kannst mich nicht mehr holen. Müsstest du jetzt kommen? Ja, ich steck fest. Naja, super. Hast du es gesehen? Nee. Was war das denn? Ich habe in der Kante zwischen. Also in der Mauer ist das so eine Lücke, ne? Wo du durchspringen kannst. Habe ich festgesteckt. Und dadurch bin ich gestorben. Super. Er hat mich dann darin einfach abschießen können. Super. Schöne Scheiße, ey. Vor allem, er trifft dich nicht, wenn du da unten rumkackst oder was. Nee, das hat er nicht getroffen. Naja, aber wenigstens haben wir das Motorrad schön erwischt. Ach du Scheiße, die Devcam, Alter. Doch so gut, ja. So, wir kennen die. Abgeschlossen. Sehr schön. Man muss aber positiv sehen. Stimmt allerdings. Spiel mal Erangel, oder? Gerne.
Oder wir müssen das Quick-Try machen, dass wir auch Sandhog spielen. Nö, wir können auch ganz normal Erangel mal machen, ne? Jörg, ich bin bereit, wenn du es bist. Ich hab doch schon gedrückt gehabt, aber da hast du wahrscheinlich nochmal umgestellt, sorry. Das finde ich auch so dämlich, dass das Spiel überhaupt danach wieder abbricht. Also, könntest du alles. Ja, gut, das sind ja neue Rahmenbedingungen, ne? Ach, Käsekacke. Entweder bist du bereit oder bist nicht bereit. Wenn du bereit bist, ist egal für welche Standort. So, könnte ein Gatka werden, könnte aber auch hier unten was werden. George Pole könnte man probieren. Oder wir gehen hier oben hin. Da weiß ich halt nicht, wie der Loot da oben ich ist. Ich habe jetzt nicht einmal auf die Map geguckt. Nee, mach einfach. Ist nicht weiter schlimm. Wahnsinn. Wir können auch ganz an die Küste hoch. Nach Zarki. Na, da ist aber so wenig los. Also wir können es probieren, freilich. Aber ich finde den Loot da oben fand ich echt beschissen, aber ja, können wir machen. Ach, hör auf. Ne, du wirst sehen. Wenn ich stehe hier ein Auto. Oder hier irgendwo da. Wulle, 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 wulle. Ach, nur schreib nur so. Musst du nicht morgen auf Arbeit? Ja, ich habe 16 Uhr Dienstbeginn. Was macht ihr für einen Einsatz? Rechten Geburtstag. Ach. Und Samstag fahren wir nach Apolda, weil da ist ja hier dieses Musiknächte mit Fantastischen Vier. Da machen wir 15.30 Uhr Dienstbeginn. Ach, Leute, Leute, Leute. Das heißt, ich habe quasi zwei Nachtschichten vor mir, demzufolge werde ich auch. Also, ich weiß ja nicht, wie dein Zeitplan aussieht heute. Ja, ich hab Zeit. Ich hab morgen frei gemacht. Heute Abend ist Open End. Ja, so zu sagen, kann man so sagen. Ja, Josie dachte schon, wir gehen gemeinsam ins Bett. Kannst natürlich auch mit deiner. Kannst natürlich auch mit deiner Frau ins Bett gehen. Ja, aber da hab ich ja nichts von. Nee, aber sie. Nein, in einer guten Ehe lässt man sich Freiraum, sodass der jeweils eigene sich entfalten kann. Zweimal links, viermal links neben mir. Alle nach Zarkis. Echt? Oder du hast recht? Ja, lass uns hier runtergehen. Ne, lass uns doch dahin gehen, wo ich hier erst markiert hatte, rechts rum. Ich weiß doch nicht, wohin. Ah, diese Riesenstadt hier. Probier das an der Kreuzung oder was? Ja. Alles klar. Das ist ja sehr, sehr spontan. Ich dachte bei, lass uns runtergehen, gerade runter. Nee. Natürlich nicht. Jörg, wir haben die Kaffeepause gemacht. Um 3 rum, gell? Jo. Später mal ja, rum. Um 4 Uhr, so der Dreher. Ich hab'n Buggy. Ich hab'n Scar. Geil. Endlich wieder meine Scar, ey. Geilste Waffe. Ich hab'n Molly. Ja, unten zwei Rucksack, Bombe. Was ist das? Oh, ein Schalldämpfer für eine Handfeuerwaffe. Jetzt geht's los. Bei mir der Rauchgranate eben, es ging halt auch einfach nicht eher, weil ich noch dabei war, mich zu heilen. Ich war ja auch One-Shot. Ich dachte mir dann, okay. Schmeiß danach die Granate. Hat nicht geklappt. Naja. Das ist ein bisschen scheiße gelaufen. Bisschen. Brauch ich mal einen Rucksack? Ist ja ganz cool. Ja, hab ich nicht. Dass ich mir den ganzen geilen Stuff hier einsammeln kann. Ich hab nicht mal hier eine Waffe. Verdammt nochmal. Eine AK und eine Scar. Und Medipacks und allen Scheiß und ich kann nichts aufnehmen. Eine Sanitage liegt auch rum. Ist auch stark. Oh, eine Ump. Danke. Bitte. Direkt Tür auf ins nächste Haus.
Rucksack wieder zurück ab. Das war das einsame. So, jetzt habe ich so viel 7er Muni gesammelt. Ich hoffe, jetzt finde ich auch noch eine Waffe dafür. Ah, ein Karabiner. Ja, dafür brauchen wir jetzt nicht so viel Muni. Nee, ist richtig. Sind nur 90 Schuss. Falls du irgendeinen schönen Aufsatz siehst für das Ding. Ich nehme ihn. Brauchst du erweitert das Magazin AR? Ja? Ja. Zwei Stück? Ja. Gut, bringe ich dir mit. Obwohl, eins kann ich dir geben, das andere nehme ich gerade hier für die M4, die ich gerade gefunden habe. Spiel jetzt mit der. Zweier Helm bei mir. Jo. Sonst bin ich dann zweier ausgerüstet, wenn ich den noch habe. Ja. In meinem Haus oben drin. Jo. Och, Desert Eagle. Fett. Einfach mitgenommen, weil ich sie noch nie hatte. Echt? Lag die jetzt nicht schon öfter rum? Was denn jetzt? Ich muss Fenster kaputt machen. Ach so, Alter. So, sollte gereicht haben. What? Ich glaube, eins hatte ich schon. Was denn jetzt? Warum denn nur? Weil das hat Igel geil ist. Gib mir mein Zeug. Ey, ey! Halt an! Ich hab dir das doch gerade hingelegt hier. Da liegt's doch. Ja. Dann sag doch was. Du bist total unhöflich in letzter Zeit. Jetzt aber Schluss. Hast du jedes Haus gemacht, weil bei dem einen noch beide Türen zu sind? Da war ich noch nicht. Aber erst mal mein Haus gehen, ja? Das ist wieder wichtig. Ja, weil wegen dem Helm. In der Halle drüben war ich auch noch nicht. Krass gekämpft. Stimmt allerdings. Mann, waren wir fleißig. Mit, ja. Das ist eine gute Idee. Das Waffe Vierfach dafür. Nehme ich lieber und da kannst du das Sechsfach haben. Jo, ja. Ich habe gar kein Vierfach. Eine VSS. Hier ist noch ein weiteres Magazin. Na ja, gut. Das habe ich jetzt alles. Na los, ab zum Boogie. Na, das grüne Haus hier hast du doch noch nicht, das weiß-grüne. Doch, da war ich drin. Okay. Und zwar... Ist aber alles zu? Ist hier die Tür offen. Okay. Ich war da wirklich drin, im Versprochen. Du hast doch jetzt deine Fenster kaputt gemacht. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Ich wusste, ich das nächste Runde nochmal machen muss. Ich hab mal was markiert. So entspannt, dass wir Straße fahren. Aber nicht mit Buggy, ist ja langweilig. Hiha! Du Scheiße. Viel zu viele Schüsse mit dem Karabiner. 145 ist zu viel. Seit ich habe ein paar zu viele Schüsse eingepackt für den Karabiner. Da gibst du mir noch ein paar, ich habe bei der AK nur 140. Endless Power! Bunker! Achtung! Oh Gott! Okay. Die Reifen sind sogar nass. Och nee. Das ist ein bisschen matschy, wenn man jetzt hier denkt. Ekelig. Willst du an der Shooting Range direkt vorbei? Jo. Lässt genau. Sie rechtzeitig liegen. Die kommt das gleich vor uns rechtzeitig. Ein Stückchen noch nach links. Ja. Jo, alles klar. Machen wir so. Gut, jetzt wieder rechts rum. Hm? Oh, da vorne ist auch gerade eine Dings gezündet worden. Eine Leuchtfackel vor uns direkt. Also in Severny sind welche. Meinst du, sehen wir von hier? Wahrscheinlich durch die Bäume nicht, aber wir können es trotzdem probieren. Alter, wird das gerade dunkel. Guck mal von hier kurz. Wo war die gezündet? Die ist gerade aus. Genau aus. Ach, da hinten.
Ja, dann könnt ihr auch bei Osten oder in den kleinen Gebäuden sein. Das ist ein ganzes Stück weg. Na los, einsteigen. Immer gerade U's. Na gut, da fahren wir natürlich auch genau dahin, ne? Jo. Können ja auch hier hinfahren. Wie weit weg ist. Ja, dann ist. Oder das ist bestimmt oben bei diesem Stalber, wo wir. Also was immer oben auf dem Berg ist. Stalber. Dann fahren wir jetzt einfach weiter. Jetzt rechtzeitig am Fluss vorbei, also an diesem See. Linksseitig. Also der, meine ich, meine, der bleibt rechtzeitig liegen. Dann fahren wir schön geradeaus weiter, genau. Immer weiter. Nicht so. Immer weiter gehen Markierung. Jetzt soll sogar Hagel geben, gell? Habe ich gehört. Okay. Aber dynamisches Wetter halt. Genau, an. Da ist es drin in der Stadt. Ja, ja, das. Na, Jasnaja Polonia, ne? Wie man sie kennt. Die elende Stadt. Ja, du hast doch schon tausende von Stunden im Spiel, schon klar. Boah, der arme Heuhaufen. Hört sich an wie ein Geröllhaufen. Ich hab ihn nicht mal gesehen. Das war nur ein kleiner. Achso, deswegen hab ich ihn nicht gesehen. Okay, so, jetzt kannst du überlegen, ob du da vorne das rote Haus möchtest oder die Markierung geradeaus. Das ist jetzt dir überlassen. Das rote Haus ist scheiße, wenn du von hier aus ankommst, siehst du es nicht. Gut. Wenn ich drin sind, ne? Sieht aber erstmal nicht so aus. Ja, sieht doch nicht gelootet aus. So, ich bin jetzt 2 Jahre ausgerüstet. Den guter. Zweier-Weste bei mir. Jo. 3 Zweier-Westen bei mir. Jo. Quasi alle auf der Map vorhanden. Zwei Westen habe ich. Also Zweier bin ich jetzt auch komplett ausgerüstet. Okay. Aber danke. Ist noch ein Mündungsfeuerdämpfer. AR. Hallo, ich hab Sprungrätsel bis hier gemacht. Hab's gerade mitbekommen, ich habe gerade überlegt, hä? Die Tür unten war doch zu. Ja, von da drüben aus. Über den Tank und dann über das Dach hier. Oh, wenn's geht, ne? Richtig gut. Richtig gut. Also in dem Haus da drüben ist nichts mehr, sagst du? Du wolltest mir Muni geben. Ja. Ein paar Schuss nehme ich. Jawohl. Geil. So. Zone ist weiter gesprungen. Auch wieder ein Stück weg. Gut, dass wir einen Buggy noch mit da haben. Können wir, ja, überlegen, genau. Wollen wir gleich runterfahren? So, ich würde noch ein bisschen warten. Vielleicht einer ankommt irgendwo. Den wir wegnehmen können, wisst ihr? Meinst du, hier hinten will jemand hinkommen? Wir wollten auch hier hinten hinkommen. Ja, stimmt schon. Aber vielleicht sind die alle nicht so clever wie wir. Und dieser Fernseher. So, hab ne gehauen. Kommst du jetzt oder was? Ach, geht schon los oder was? Na, no, ich würd fort. Ach so. Jo. Ich
irgendjemand was gehört, wenn du Z drückst oder sowas, wird das Auto leise? Ah ne, das ist einfach nur aus. Okay. Ah, okay. Siehst du? Ja, da vorne ist ein Dacia, den könnten wir auch nehmen. Also, wenn du willst, gerne. Ach nö. Schön faul. Jupp. Könntest ja auch deine Skills mal ein bisschen besser im Auto fahren. Nee, ach nö. Ach, so wenig wie wir das brauchen, also ich. Ja, aber wenn, dann fahr ich, schon klar. Richtig, oder wir springen halt so perfekt ab, dass wir genau in der Zone sind. Weil wir das länger nicht hinbekommen haben. Ja, das stimmt allerdings. Ja, weil wir aber auch die Fahrzeugskills trainieren von dir. Hm? Wenn wir sagen, okay, das reicht wieder, dann ja. Weil danach die Zonen sollten wir alle eigentlich läuferisch hinkriegen. Richtung rote Häuser ist offen hinten. Die Richtung, Richtung Norden. Mhm. Bewegung sehe ich nicht. Da bin ich am Anfang gleich hingehüpft. Ich gebe nur Informationen weiter. Ja, danke. Richtung Süden sehe ich auch nichts. Ja, ich auch nicht. Ich finde das geil mit dem dynamischen Wetter, dass du halt mal besseres, mal schlechteres Wetter hast. Definitiv. Und dass es sich vor allem während des Kampfes auch ändert. Haben sie schon gut gemacht. Das war eine gute Idee. Hier ist auch ein Auto. Jo. Ich gehe offensiv rein. Kann man machen. Okay, liegt da noch zwei Weste und ein Helm rum. Na gut, hier ist noch ein Schmerzmittel. Ich denke, hier war noch keiner. Zum Griff wäre mal toll. Oh, und grüne Muni. Ja, bei mir. Ich hab im Haus oben drin. Okay. Bin gleich da. Schlafzimmer oder was? Oder ist das da? Ist das Zimmer hier? Ja. Ah. Siehst du dann schon, wenn du reinkommst? Ja, ich hab's gefunden. Ist drüben noch was Schönes? Bei mir gerade im Haus nicht, ne. Schade. Ein bisschen 7er kann ich dir noch mitbringen. Na, alles gut. Ich hab genug Money. Gut. Die Zone ist auch gleich da. Und springt wieder weg. Wieder weit weg. Kann ich denn ernst sein, ey? Ich würde auch sagen, wir machen es zu Fuß. Jo. Jetzt ist alles ein bisschen laut. Ach komm, ich gönne dir kurz einen Booster. Gönn dir, Digga. Danke. Oben. Von oben. Direkt gerade hoch. So auf 240, 245. Alter, willst du mich verarschen? Ach. Meine Fresse. Ein ausgenuckt. Naja, wenigstens haben sie einen Booster weniger. Das beruhigt dich ja. Ja, ein bisschen. Du hast nicht so die Ansprüche an dich selbst, kann das sein? Warum? Einen erwischt, glaube ich.
Ich konnte wieder keine Verbände nehmen, das nervt. Also hier werden viele hinhüpfen. Könnten entweder hier hin oder das Schwierig, wird das. ja, das wird man auch schaffen. Könnten auch ganz zum Schluss wieder raushüpfen und gehen hier in den Bereich. Aber lass uns ruhig das hier nehmen. Ich denke, es ist gehüpft wie gesprungen. Wo wir hingehen. Dafür gab es einen Sack. Boom. Ja. Na, gute Nacht. Ja. Kaffee entspannt immer so. Ja, das Bei stimmt. mir Ja. werde ich echt müde von. Jupp. Das ist richtig. Oh, Fallschirm vergessen. Komme da komplett bis hin, ja. Na Ich glaube, klar. für mich wird es ein bisschen eng. Ich Warum würde bin ich? lieber das Ding hier links unter uns nehmen. Oder du machst einfach einen Fallschirm schon auf. Was ist denn links unter Ja, das ist uns? jetzt zu spät. Na, los dann. Das, was hier Was? genau unter dir ist. Ja, okay. Von da aus können wir dann noch dahin gehen. Ne, die anderen beiden fliegen da schon hin. Na, sag ich doch, von da aus können wir dann noch dahin gehen. Soll ich die einzigen beiden hier? Ja. Doch scheust du wieder die Konfrontation mit anderen Spielern. Nein. Ich will nicht wieder, dass du stirbst. Und? Wie na und? YOLO. Naja, super. Ja, da ist die Thompson. Einer, Zweier und Dreier Rucksack liegen aufeinander. Das ist natürlich auch geil. Dieses Game, ne? Aber da komme ich dann gerne auch mal vorbei wegen einem Zweier Rucksack. Nur, das ist das rote, rosafarbene Haus. Jo. Also einen Rucksack habe ich jetzt erstmal, aber. Aber vielleicht habe ich ja Glück und finde ja auch was. Nicht. Oh, ein Achtfach. Reicht doch zum Gewinnen. Ja, aber so ohne Waffe. Dazu ist das schon schade. Ja, ich habe auch nur eine Pizza bis jetzt. Ich könnte dir das Gar L geben, wenn du willst. Die ist hier im Haus. Die Muni kriegst du dann von mir, insofern du sie möchtest. Schau's mal weiter. Jo. Ich auf deine Almosen angewiesen bin. Jo, zwei Rucksack habe ich dann auch gefunden. Nice, Junge, nice. Fett war. Jetzt geht's ja aber ab. Richtig ab. Oh, eine Schrotflinte. Ich sehe schon, das wird wieder so ein Spiel. Wo du ein Achtfach hast, dann kannst du es nicht benutzen. Na, immerhin eine Pfanne. Gut, ich bin soweit, wir können weiter. Bei das mal die Pizza. Oh, ach so, warte mal. Eigentlich müsste man in die Richtung wegen der Zone. Also wir gehen zum Zonenrand. Das geht natürlich auch.
Keine Ahnung. Gut. Ich bin ja so, ich bin ja neu. Das ist eine erste Runde. Na, jetzt geht's aber los. Na klar, da wo die abgesprungen ist, fliegt jetzt am besten noch ein Loot hin. Die kommen im Motorrad. Warte mal. Achtung. Ja. Richtung Westen. Die fahren dahin, wo wir gerade waren. Ja, angehalten. Ne, weitergefahren. Gucken, ob einer da ist, ne? Na, die sind weg. Na, die haben gesehen, dass die Tür offen ist. Schade. Sind die hier von Westen gekommen oder was? Oder vom Norden? Ja, gut. Was auch immer das ist jetzt hier. Norden. Holo? Ich hab Rotpunkt, danke. Nix. Bin ich mal gespannt, ob davon jemand hingehüpft ist. Hauptsache liegen nur noch zwei Rucksäcke, das ist wichtig. Draußen war auch einer, oder? Drinnen waren zwei. Ja, die Loot-Problematik ist manchmal wirklich sehr interessant. Oh, das ist direkt vor uns. Nicht hinter uns? Nee, das war direkt vor uns in dem Objekt. Mit einer Pistole geschossen. Macht da jemand die Fensterquest? Möglich. Du lachst. Schade, Granate habe ich jetzt nicht dabei. Ich habe eine. Okay. Dazu muss man erst mal wissen, wo sie sind. Ich decke hier die Halle. Kannst dran. Ah, ich habe sie gesehen, oben im roten Haus. Ist einer. Links neben mir ist einer. In der Halle. Hauptsache, ist ein Kill geklaut oder was? Überraschung, Bitch. Ach, da oben drin, okay. Ja, läuft gerade weiter. Links. Ja. Sehe ihn nicht mehr. Ist immer noch da drinnen. Er ist rausgesprungen. Welche Seite? Hast du die Scheibe kaputt gemacht? Weiß ich nicht. Okay, ich habe die Scheibe kaputt gemacht. Okay. Hat der vielleicht ein Visier dabei gehabt? Hier der eine. Ist nicht, ich habe gar nichts geguckt, einfach weiter. Mensch. Erst killen, dann fragen. Ich bin jetzt gleich am Haus dran. Ja, warte, ich komme. Sicher du kurz, ich komme auch von der anderen Seite. Ich kann nur meine Richtung sicher nicht da. Ja, also insgesamt. Das hier bei mir, das mache ich. Okay, auf der Seite sehe ich jetzt erstmal keine Bewegung. Bin auch mit am Haus. Ich schmeiß mal den Nate rein. Ja. Wo er war. Ja, oben ist er bei mir. Hab ne. Hab ihn. Ist tot. Mein Dude. Kannst du haben, ich geh zu dem anderen. Mein Dude. Die haben wir überrascht. MK Mutant, nehm ich doch mit. Oder mach ich einen Jörg und sag. Nö, wenn du damit umgehen kannst, brauchst du keinen machen. Okay. Er hat da noch eine VSS. Nee, danke. Ich nehme jetzt hier die UMP mit raus. Visier wäre super. Ich habe hier einen Rotpunkt noch, das nehme ich dir mit. Nee, das ist größer. Ach so. Ah, daher wieder Ansprüche, ja. Ja, hat er. Na gut, da kann ich dir nicht helfen. Schießt es auf dich? Nee. Aber ist nicht weit weg, ne? Nee. Richtung Südosten. Richtig. Ach, danke, dass du mich in meiner Annahme bestätigst. Naja, du weißt. Frischer zweier Helm. Ich weiß nicht, ob du es abbekommen hast. Ja, leider. Nee, warte mal. Nee, der Helm ist gut. Ich brauche eine neue Weste vielleicht, aber. Ja, die Weste bei ihm ist bei der Hälfte. Na, ist gut. Ich gucke jetzt erstmal hier rein in die Bude.
Vielleicht habe Ich ich nehme ja. die auch erstmal. Ja. Vielleicht habe Zwei ich ja Reste, ist okay. Glück. Irgendein Gut, Glück. Glück. Naja, Na der ist gut, ja ne? Glück wirklich. im Spiel, Pech im Gesicht, also. Na eben, da habe ich Kann gewonnen. schon sein. Brauchst du einen Griff? Würde ich ihn mitnehmen, ja. Also wenn du einen hast. Hier wäre noch eine Uzi. Genau. Dreier Rucksack. Habe ich. So, gehen wir weiter oder was? Ja, hätte ich gesagt. Wieder Richtung zurück oder? Ist nicht. Also ich denke hier vorne an der Ja. Dings wird es noch Naja. Schieße geben. Immer noch das Achtfach dabei, so eine Scheiße. Das kannst du mir geben, du Schatzkeks. Wieso, was hast du denn? Ja, auf die Mutanten passt das doch drauf. Na gut. Passt es nicht, ich fass es Ne, nicht. das habe ich doch Kannst du gemeint. haben. Ja, danke. Was für ein Schwachsinn. Dass die Waffe nicht als DMR gezählt wird. Ich find's falsch. Ich find's einfach falsch. Da haben wir jetzt einen Ausflug hierher gemacht, haben die schön getötet. Der Typ hat auch gar nicht damit gerechnet. Kam auch freudesprühend da an. Ja. Und hat. Ich habe auch nur aus der Hüfte geschossen mit der Pizza, das gereicht. Ja, ich hatte davor auch schon zwei, dreimal. Naja, war doch schön. So geht's uns sonst immer, wisst ihr? Richtig. Kommen so zwei Typen an, denken sich, na, gucken wir mal hin. Oh, da ist jemand. Ja, man muss auch mal Glück haben, ne? Ja, Karabiner, SLR, gebt ruhig an. Arschlöcher. Damit kann ja jeder gewinnen. Richtig. Da wollen wir die, das Ding hier, was ich gerade markiert habe, anlaufen. Kurz vor der Quarry. Auto. Die fahren in die Richtung. Beim Zu weit Hupen weg. die mit Absicht. Ja, Berg hoch. Naja, ich sehe es. Na, die haben Ja, uns fahren nicht auch weiter, gesehen. steigen nicht. Steigen nicht aus. Doch, jetzt Doch, jetzt angehalten. steigen sie aus. Der kommt gehen, dass wir Ganz sehen. schlecht, ja. Nämlich beide kein Visier. Richtig. Das ist so scheiße, Jörg. Was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Ich würde sagen, wir sprinten einfach los. Ja, die ist wirklich beide auf dem Ding oben. Ja, die werden wir nicht treffen. Klar, ich hab ein Holo. Sehr gut. Hit. Ich habe mal das Gefühl gegeben, dass sie ein Visier hätten. Ich sehe sie nicht Jetzt mal. haben sie Respekt. Wo genau waren sie? rechts vorne irgendwo. An der Ecke, an den Baum. Geh weg, dann kann ich es beschreiben. Den grünen Baum hinter dem gelben hier. Da ist ein gelber Baum und da schräg links dahinter weiter oben Ah, ist ein ich sehe sie grüner. jetzt, ja. Dem. Oh, mein einer hat auch einen Hit. Ich würde sagen, jetzt könnte man laufen vielleicht. Ne? Bleibst nicht? Nö, ich habe den aber jetzt auch noch drei, vier Mal getroffen. Wo ist der zweite? Okay, Frechheit. Der zweite ist anscheinend da, wo ich ihn nicht sehe. Ja, das dachte ich mir nämlich. Wieso habe ich denn eigentlich die Sanitasche nicht mitgenommen? Ach, den habe ich vorhin genommen. Naja, gut. Ich habe glaube noch einer. Ich habe Medikit. Ne, ich habe auch keine. So, ich schmeiße jetzt rechts die Rauchgranate hin und links rennen wir weg. Das sehen die doch. Ist doch egal. Aber ja, mach mal. Schönes Blutfleck im Gesicht hast. Wirklich genau vor die Wange gekriegt, das Ding. Jetzt ist weg. Unterm Auge quasi. Naja. Knapp! Ah. Immer mal in die Hocke gehen oder so, das hilft. Ach, fick dich. Hilft bitte nicht, ja. Nee. Also gefühlt noch auf mich konzentriert gerade, beim Schießen oder haben die Ja. auch auf dich geschossen? Also, nee, jetzt erst. Na Gott sei Dank. Mein Gott, schießt ihr beschissen. Auch jetzt habe ich noch Hit gekriegt, ja, jetzt wo ich schon in der Deckung war. Naja, das ist aber mal so ein Wunder.
Ist meine Weste fast rum. Ja gut, wer ein Visier hat, gell, der kann auch mal, also wirklich. Oh ne, jetzt hier nicht denken. Mit dem Visier hätte ich sie vorhin weggemacht. Richtig. Brauch uns nicht denken, dass das jetzt eine Leistung ist. Wir hatten kein Visier. So. Ich hab noch ein Stückchen zu laufen, ne? Ja. Och, dann geht's sofort wieder los. Ich kann das den ganzen Tag machen. Meine Rüstung hat nur noch 4 Leben. Jetzt verbrauch ich sie mal. Ist auch kein anderer Bock heute in der Nähe, gell? Hm. Ja, die werden aber schön warten. Ich weiß nicht, ob da einer ist, wo ich hinschieße. Blut, hilf mir! Blutgott! Bitte, hilf mir! Werf Deckung! Jo, danke. Danke für nichts. Die rotieren doch eher nach links, oder? Was willst du machen? Ich denke auch. Oder die bleiben einfach da und denken sich, wo sie eh irgendwann rennen. Denn. Oh, Motorrad. Die konzentrieren sich aber nicht auf die, gell? Hm. Er hat nur noch Bock. Der einmal gehittet hat nur noch Bock auf mich. Ich sehe aber auch nicht, wo die sind. Ich auch nicht. Ich schieße jetzt schon. Ich hab nur Bock auf mich. Soll ich dir den Scheiß ernst? Auf jeden Fall von weiter links, also jetzt geradeaus von dir aus wahrscheinlich. Ich kann das den ganzen Tag. Die kommen aber auch nicht näher, die Pussys. Hm, das ist das Schlimme. Er hat gesagt, ich hab vorhin mit dem Eintreffer, hab ich den Angst gemacht. Oh, schick, was läuft hier? Was zur Hölle? Willst du dir jetzt Dolly Buster anschauen oder was? Wieso? Keine Ahnung, weil sie das gerade angemacht hat. Okay. Sie ist aus Versehen auf eine Taste gekommen. Ja, genau. Ich sehe nur irgendwie altes Baywatch-Material. So, jetzt. Jetzt geht's ab. Oh. Ja, klar. Die sind so jämmerlich, ey. Ja. Das war wirklich traurig. Und dass wirklich keiner, überhaupt gar keiner in der Nähe ist, der Bock auf die hat. Ja. Keiner. Ja. Und das so lange rausgezögert, das hat keiner Bock auf den. Gucken wir jetzt nochmal die Devcam an. Na, mit dem Sechsfach, super, herzlichen Glückwunsch. Ich hab den Holo getroffen. Genau. Aber er hat auch keinen Helm mehr gehabt, den du erwischt hast wahrscheinlich. Das war ein Kopfschuss. Na, deswegen hat diese Schuhe. Vor allem durch den Baum hat er mich erwischt. Ja, über die Devcam, das ist eher mal verschoben. Naja, gut. Also er hat auf jeden Fall nicht gut geschossen, ne? Das kann man schon mal sagen. Er hat nicht ganz schön oft daneben geballert. Gut, na gut. Wann kriege ich es denn jetzt endlich mal mit diesen verdammten 10 Verbänden? Ne? Ich bin gespannt. Alles gut bei der Kleinen. Mal gucken, ob sie mich ein bisschen verlassen. So wie sie anhört, nicht? Ja, der ist rein. Warte, ich bin gleich da, Jörg. Jo. So, ne? Da stehen wir hier und warten nur. Das war gerade echt scheiße. Hast du gute Waffen gefunden, ne? Und dann hast du kein Visier. Trick. Das ist ein richtiger Trick.
Na gut. Heute Abend spielen wir noch mal ein bisschen was Entspannteres. Vielleicht LOL oder Dota Underlords. Mal gucken. Was uns da eher zusagt. Jore? Ich hab grad Headset nicht auf, aber ich geh davon aus, du wirst mal kurz nach der Wäsche und dann. Positiv. Ja, dann machen wir kurz eine kurze Pause. Dann sind gleich wieder da.
bin zurück. Hallo. Ich bin immer noch der Meinung, mit Visieren hat man die besiegt. Na, freilich hätten wir die fertig gemacht. Überraschungsvorteil, ersten ausgenockt und ich wäre da nicht so eine Pussy gewesen, die gepusht. Richtig. Hätte einer Deckung gegeben und der andere wäre halt vorgerückt. Ja, muss die umdenken müssen, die oh. Bitches. Richtig, ja, das war einfach nur langweilig. Ehrengel, zum Glück. Gut, dass du das eingestellt hast. So. Ach du Heiliger, was haben wir denn da für eine Flughude? Also, man könnte wieder. Ich wollte wissen, ob wir zur Feier kommen nächste Woche. Achso. Ich wollte dann mal fragen, ob es wirklich nicht geht. Wir wissen ja auch, dass sich mein Dienstplan öfter ändert. Aber ich habe geschrieben, dass ich da hier. Ja, da kann ich auch nicht hin. Ich arbeite. Ja, wird aber nichts. Deswegen werde ich dort halt nicht arbeiten und kann einfach zu gar nichts hingehen. Hast du mal umgeändert, ja? Naja, ich habe überlegt. Wir können auch hier hin, dann müssen wir halt hier oben rumfahren dann. Ist egal. Vielleicht. Ey, lass hier hingehen, ja. Wissen wir definitiv, dass da ein Auto ist. Da wissen wir definitiv, dass da ein Auto ist. Ja, auch das. Definitiv, das definitiv. Dass das Nora eigentlich im Hintergrund die ganze Zeit hier am Rumquasseln ist. Ja, jupp. Das macht die, während sie diesen Ball versucht aufzuessen. Schwert sich immer und spricht mit ihm. Na klar. Die dumme Sau lässt sich ja nicht essen. Okay, das war gleichzeitig. Vielleicht. Wie immer? Cool. Das, obwohl wir innerhalb unseres Mikrofons ja eigentlich so knapp 2 Sekunden Delay haben. Oh. Läuft. Läuft. Auch könnte knapp werden, hä? Ja. Hab kurz gesehen. Komm, ich zieh mal. Jetzt erstmal keinen hier in der Nähe. Wenn natürlich in Zarkis keiner runtergeht, können wir dann da auch noch hinhüpfen. Oh, hier unten George Pool ist 1, 2, 3, 4. Hm. Schießt uns gleich ab. Finden direkt oben Visier, SKS und tschüss. Könnte ich mir gut vorstellen. Wollen dann schön runtergeschossen und danach bist du in der Luft erstmal genockt. Bis du unten aufkommst, bist du tot. Motorrad haben wir dann gleich hier im Haus. Und ein Auto an der Kreuzung hin. Geilo. Ja, können wir schon mit beiden fahren. Du nimmst die Halle? Jo. Ich nehme das erste Gebäude dahinter. Zwei Weste bei mir im Haus. Hm. Ich gehe ins Grüne das gleich dahinter. Ja. Wir sind auf jeden Fall einer Helme. Ich habe einen Zweierhelm jetzt. Zwei Weste habe ich auch. Einer Helm. Läuft. Das ist gut, nicht eine Waffe. Jetzt habe ich meine M16. Okay, mehr als ein M16 lache nicht, gut. Rucksack wäre auch toll. Hier ist ein einer Rucksack drin gewesen, wo ich gerade war. In der Halle nicht. Negativ. Hier ist noch ein Zweier Rucksack bei mir in der jetzigen Halle. Hm, erstmal in die andere Halle und holen wir die Weste. Jo, noch ein Zweier Helm. So, einen Zweier Rucksack habe ich natürlich jetzt genommen, weil ich den gebraucht habe. Irgendwo eine zweite Waffe siehst, ne? Ja, hier ist eine Mutant. Mit Kompensator. Oder willst du lieber das GL haben?
Hm, ich nehme die Mutant. Gut. Vor allem, wenn du die Ohren voll hältst. Nö. Hast du schon einen Rotpunkt? Nee, hat noch gar nichts. Ja. Nimm mal die M16 mit, falls ich da. Hier ist noch eine Mutant. Ach komm, ich nehme sie auch mal, komm. Jawohl. Dann kannst du die restliche Muni haben. Sicher. Ja, ja. Ich habe jetzt hier 110 Schuss, muss das mal reichen. Hast du irgendwo noch einen zweier Helm übrig gehabt? Hinten in der Halle. Geradeaus, die da. Ja. Da müssten zwei Helme drin gewesen sein. Ich habe dann hier noch ein Dreiervisier für dich. Hopp. Griff hier nehme ich mit. Zwei Rucksackkasten. Nee. Ist dann hier in dem Haus, wo ich jetzt gerade bin. Und aber auch hinten in der Halle. Glaube ich. Halle habe ich keinen gesehen, da war nur zwei Westen. Okay, dann hier. Hier lege ich dann noch dein Dreiervisier hin. Geil. Oh, Honi, Grüner. Nein, nicht alles. Nee, der Rest kannst du haben. Doch noch die M16 am Start. Hast du gar keine Waffe für Schnellfeuer oder was? Nee. Das ist nicht gut. Da oben lag doch eine AK irgendwo. Bei der einen Mutant, ja, wo ich gesagt habe, die Mutant. Hab ich auch keine Munition dann für. Butzi, willst du sowas haben? Ja. Das wäre dann nicht in dem Haus, sondern lass mich kurz überlegen. Oh, scheiße, in welchem Haus war das? Ich dachte jetzt, die liegt hier. Nein. Machst mich fertig. War das nicht in dem Weiß-Grün? Kann auch sein. Auf jeden Fall habe ich irgendwo eine Uzi gesehen. Schon mal grob die Richtung markiert, in die wir dann müssen. Jo. Noch ein paar Häuser markiert, in die wir dann müssen. Im Grün weiß man es nicht. Naja, wenn ich lasse, dass wir zu den Häusern fahren. Fährst du mit dem Moped? Ich komme mit dem Auto. Da findet man bestimmt noch eine zweite Waffe für dich. Eine Barrel. Ne, eine Vector. Oh Gott sei Dank. Jetzt überlegt, ob ich die Barrel nehmen muss. Knapp. Wo ist das Motorrad? Wenn du rauskommst, links. Ah, da. Entschuldigung. Gut, sieht gut aus, hier ist keiner. Weiter das Magazin für eine MP würde ich jetzt gerne nehmen. Jo. Was hast du denn gefunden? Just so, Vector, no offense. Ja. Erweitert das Magazin habe ich, aber nicht erweitert Schnellzugriff. Ja, überhaupt erstmal erweitert ist gut. Dass ich nur 19 Schuss habe. Jo. In deinem Haus unten drin. Hier ist noch grüne Muni mit einer M4. Ja, wie gesagt, ich spiele jetzt Mutant und. Gut, dann nehme ich die M4. Die sieht, dass du was machst. Das will die nicht. Gib nur Baby. Gib nur Baby. Danke. Gib nur Baby. So, hier bist du überall schon durch, ja? Ja. Na dann. Drive mal weiter. Ein
Vorne steht auch ein Dacia, glaube ich. Ja, und? Nee, ich meine nur. Was zur Hölle passiert hier, Alter? Was gerade passiert? Ich weiß es nicht. Den Stein hat's erst geladen, als ich dagegen gefahren war. Härte? Ja. Guck mal. Stehst du vor dem Baum? Ich bin im Baum. Nee, bei mir stehst du davor. Scheiße, ich sitze hier bei mir innen drinne. Aber das Auto ist oben bei mir. Naja, geil. Alter. Ja, schön. Ja, das kannst du auch mal machen, gell? Bist du bereit, Jörg? Jo. Überschlag oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Uhuhui. So. Jetzt sind wir sogar an unserem Objekt vorbeigefahren. Schade. Flug, wir sind nicht gefahren. Naja, meine ich doch. Wir sind gleich drüber über die Brücke. Sinnvoller. Lass mal hier so hingehen. Gib mal doch einen Ball kurz oder so, keine Ahnung. Steht ein Auto in der Garage. Türen sind offen, glaube ich. Es war knapp, dass er abgestiegen ist. Noch rückwärts. Ja, ich habe gleich drüben Bewegung. Auf der Straße. Zweimal. Den einen habe ich. Der eine ist am Baum, der andere ist hinter der Mauer. Hat noch einen Schuss bekommen. Ich heile mich kurz. Ich hab's halt noch nicht mal gesehen. Da, hab's dir markiert. Ach, so weit links, ja? Ja. Der eine ist immer noch am Baum. Hä? Keine Ahnung, ich werde auch immer noch getrennt. Der Server ist super buggy gerade. Das macht gar keinen Sinn. Wo bist denn? Ich flieg hier rum. Nora! Nora, ist alles gut, beruhige dich. Komm. Ja, Nate, und Schuld. Ja, das ist doch nicht auch. Scheiße, ey. Kämpfe einfach gegen die und dann können wir das sein lassen. Oder ihr vorm Arsch. Der war direkt bei mir. Schlecht einfach nur. Oh, kurz Pause, Jörg, 5 Minuten. Ja, ja, ist in Ordnung. Dann machen wir auch eine kurze Unterbrechung. Und bis gleich.
Ja, bitte. Ich bin wieder da. Ich muss etwas leiser sprechen jetzt in Zukunft. Jo, alles klar. Schläft die Kleine. Dann verhalten wir uns einfach ein bisschen ruhiger. Hat sie jetzt kaum noch beruhigen lassen. Ich habe sie jetzt 10 Minuten auf dem Arm getragen, bis sie sich beruhigte. Jetzt haben wir sie zum Einschlafen gekriegt. Sehr gut. Na, hoffentlich schläft sie jetzt ein bisschen. Ja, das braucht sie eigentlich auch mal. Ich wollte gerade sagen, ich meine, das ganze Schreien und Meckern, das strengt ja auch ganz schön an. Das ist irgendwie immer dieselbe Flugroute. Du kannst eigentlich fast jede Runde Military Base abspielen. Leider ja. So, ja, das hinten finde ich gut. Es springt keiner raus. Jetzt. Link hier. Jack Base. Ja, ja. Es sind immer noch viele drin. Ich hab Angst. Gehen bestimmt Milta und Novo. Ja, viele gehen Richtung Milta. Na, ich glaube, einer schlägt dieselbe Route ein wie wir. Wir könnten auch die vier Häuser nehmen, die alleine stehen. Ich würde erstmal das offensiv anvisieren, vielleicht bricht er ja ab. Müsste jetzt eigentlich aufmachen. Ah, links von uns. Ah, die gehen da hinten in dieses Betonmischwerk oder was das ist. Ja. Na, davor das Ding noch. Links in den Häusern ist bislang keiner. Naja, da will auch irgendwie keiner hin, das ist auch ganz gut. Können wir uns danach dahin verziehen. Okay, eine SKS habe ich. Bis jetzt noch gar nichts. Was Waffen angeht. Bei mir wären auch noch ein paar Rucksäcke und alles, also. Ist bitte noch eine Waffe? Bislang nicht. Aber in dem großen rechten Haus, wo der Balkon ist, da kannst du mal reingucken, da sind eigentlich immer Waffen. Hat das blaue. Für dich hier nur im Angebot ein paar Schrotflinten. Ja, aber sowas lässt schon aus dem Prinzip mittlerweile liegen. Ja. Hier ist noch eine AK bei mir. Okay. M16 hätte ich jetzt im Angebot. Das Haus weiter durch. Jo. Na, weil hier immer Waffen liegen. Eine UMP. Nee, danke. Dann bringen wir die UMP mit.
das Wasser in dem Haus. Okay. Mal die hier rein. Licht gleich mit Holo. Ich leg dir mal noch einen Rotpunkt mit dazu. Falls du lieber das möchtest. Ja. OMP liegt hinter dir. Jo. Grün übrig. Ja, hier. Geil. Na dann würde ich sagen, gehen wir mal hier zu den Viererhäusern, ne? Links ist ein Buggy bei dem Tower. Mhm. Bisschen unterer Kranz der Zone. Ach du Scheiße. Das geht schön rüber bei zum Military. Nee, gar nicht. Echt nicht? Natürlich. Nur. Dann sollten wir vielleicht gucken, dass wir irgendwo ein Boot finden. Ne? Hier sind zweier Helme und zweier Weste bei mir. Zweier Helme. Ich bin zweifach ausgerüstet. Okay, VSS wäre noch hier. Nee, danke. Okay. Ich hab jetzt ein Dreifach, also. Okay. Kann ich mit einem 16 ein bisschen Gas geben. Können dann gerne auch tauschen, wenn du möchtest. Ich habe ein Vierfach. Ich habe jetzt auch ein Vierfach. Gut. Hier ist noch ein bisschen grüne Muni hier drüben bei mir. Mhm. Noch mehr grüne Muni. So, hier warst du schon. Jo. Noch ein Vierfach. So, bin ich mal gespannt, wann die ersten kommen. Hast du das Sniper oder sowas? SKS. Hast du einen Kompensator? Habe ich vorne drauf. Erweitert das Magazin? Bräuchte ich. Danke. So, wollen wir jetzt hier warten, bis die vielleicht kommen oder wollen wir lieber in Richtung. Hast du das andere Haus schon auf der Seite hier? Nee, gell? Nee. Hinten wäre auch ein Motorrad, habe ich gerade gesehen. In die Richtung. Hier wäre noch ein taktisches Lager für dich. Mhm. Unten drinne. Hier ist noch eine SKS. Dann brauche ich ja das taktische Lager nicht mehr. Das ist richtig. Aber da habe ich halt wenig Muni für. Ja, ich kann dir ein bisschen was geben. Hier. Okay. Liegt auch noch eine M4. Ich nehme die M4 anstatt die AK. Jo. Dann passt das mit dem Munition. Ja, wie fahren wir denn dann am besten? Einfach über die Brücke drüber und hoffen, dass es klappt. Wir könnten ja unten an Milter kurz vorbei und gucken, ob da vielleicht irgendwie ein Boot steht oder sowas.
Okay, von da hinten könnte wollen wir schon oder was? ja, da hinten würde dann gleich ein Panzerwagen kommen, deswegen sollten wir vielleicht los. Motorrad oder Buggy? Wegen mir Motorrad. Na dann. Gespannt, ob das klappt. Motorrad mit Beiwagen, glaube ich. Ja. Das ist natürlich Mist, aber ist halt so. Können wir erstmal an der Küste entlang fahren und gucken, ob da was steht. Unten nicht immer was. Ja, aber manchmal. Ich dachte, hier ist immer was. Anscheinend nur manchmal. Hast du ja das Feuer, oder? Mit ja, wahrscheinlich. Also ich glaube vier Leute oder sowas habe ich vorhin gesehen. Ich fahr jetzt aber Vollgas durch. Oh ja. Ach, die Brücke, da vorne ist glaube ich ein Boot an der Ecke. Ja. An welcher Ecke? Vorne links, ja. Weiterfahren an der Küste, weiterfahren, weiterfahren. Ah, ich sehe es. Bist du bereit? Ja. Komm nicht ganz bis hin, ne? Mit Tauchen. Ne. Schade. Dann fahren wir am besten. Ja, dann fahren wir am besten gleich hinten rum. Gut, Boot fährst du. Okay. Bereit? Ja, bin drauf. Nicht einen Booster und nur ein Medipack. Ich habe drei Booster und noch ein Medipack, also zwei Medipacks kann ich dir eins geben. Was hältst du von der Markierung, die ich gemacht habe? Um die nehmen? Okay. Dann nur ein Stück R anhalten. Ja. Der Spitze. Ja. Mehr oder weniger. Schön aus Novo raus. Schweine! Ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt hochkommen. Ich glaube ja. Ich fahr ein Stückchen ran.
Ja, falls wir ja nicht weiterkommen, können wir noch weiterfahren. Ich gebe dir erstmal deinen Booster. Schade. Ich laufe mal weiter drüben rüber. Das müsste da drüben auch gehen. Ich bin oben. Sehr gut. Ich bin erstmal defensiv hier. Jo. Siehst du schon irgendwo Bewegung, Nege? Noch nicht großartig geguckt. Ach komm, hüpft doch da hoch, ey. Schießt du auf dich? Nö. Oh oh. Also wie man sich hier so anstellen kann, den Berg hochzugehen, du. Ach, bei mir ist gerade noch bei mir ist ein Motorboot vorbeigefahren. Hinten ja, an der Küste. Ja, die halten dann ein Stück weiter hinten an. Also wäre cool, wenn du hochkommen würdest. Ja, ich schaff's nicht. Geh halt nochmal zurück und da wo ich hoch bin, weil da ging's ja. Wenn du es gar nicht schaffst. Na, ich glaube, jetzt sieht's gut aus. Jo. Okay, du bist noch ein ganzes Stück weiter rüben. Na komm, jetzt. Greif doch mal jetzt. Mal nach in deine Richtung. Jo. Wenn in deiner Richtung wieder hochkommst, da sind auch die anderen angehalten. Jo, bin oben. Stark, gar nicht lange gedauert. Hoch, sind bei mir. Der eine guckt in deine Richtung. Ich sehe sie nicht. Na, sind beide hier oben. Der eine ist genau vor mir auf dem Berg. Einen habe ich ausgenockt. Der andere ist rechts von dir, oben drauf rechts. Ganz oben nicht, da bin ich alleine. Ja, der ist auf jeden Fall dahinter gelaufen. Ja, ich habe ihn gesehen. Kommt er in meine Richtung? Nee, er ist da hinten am Baum. Ja, ich sehe ihn jetzt. Nicht sterben, Jörg. Ja. Mach ich's halt alleine, ne? Ja, er ist wieder weiter vorgegangen und war unterhalb meiner Sicht. Hier sind zwei Sechser. Pöbel ruhig. Magazine? Hätte ich was gesagt, Visiere? Ja, das ist gut. Ich nehme hier, was er hat. Hat auch ein Sechsfach. Sehr gut. Warum hat der eine dann zwei Sechsfach gehabt? Das ist ja doof. So, was ist kaputt gegangen? Die Wäsche. Schön Schalli. Ja, die ist auch kaputt, die Weste. Hier ist ein Karabiner noch drin, aber. Hm. Brauchst du noch irgendwas jetzt, was ich mitnehmen könnte? Munition oder sowas? Nee, ich bräuchte nur taktische Lager. Das hab ich. Was taktisches Lager habe ich hier? Ja, bin da, alles gut. Gut. Hat der oben noch Booster oder sowas? Nee. Schade. Brauchst du einen Kompensator? Mit nee. Deiner SKS? Nee. Das ist ein richtiger Griff, ja geil. Der M4. Halber Griff. Ich habe gesagt, ein richtiger, ne? Das war ein halber. Das ist richtig. Knallt schön weiter geradeaus Richtung Westen. Ach scheiße, ich hätte Verbände nehmen sollen. Er hat auch keinen Griff. Okay. Ja, ich habe die Bewegung gesehen. Die ist geradeaus in dieser Stadt. Läuft gerade einer von links nach rechts.
Ja, und von rechts vor links nähert sich einer an. Das ist gerade bei dem weißen Truck, der da leicht außerhalb steht. Ja, ist Sinne. Lass uns das mal machen. Ja, ich würde das mal. Den linken hat er. Da kommt auch gerade ein Auto angefahren von der Straße, von links nach rechts, fährt jetzt den Berg hier hoch bei uns. Ist jetzt, da fährt er lang. Muss gerade reingehen wollen. Ins Gelände? Küste ist eigentlich gar nicht so schlecht, gell? Nee, Küste ist glaube ich echt ganz gut. Das Problem, wenn die uns halt sehen da drüben. Dann haben wir Stress. Ja. Die kämpfen noch. Der eine sitzt down. Da wo du hinschießt, der ist down, glaube ich, oder? Hat er sich hingelegt? Ne, der liegt nur. Scheiße, jetzt können wir uns bewegen. Du hast angefangen. Ich weiß. Ich hab da nur einen Schalli drauf. Also, klang für mich nicht so. Ich glaube, ich hab einen Schalli vorne drauf. Ja, hast du. Ja, dann gehen wir ein Stück weiter rein. Jo. Ist eh nicht mehr viel am Leben dafür, dass hier so eine riesen Zone ist. Ja, da suchen wir uns jetzt hier irgendwo ein schönes Stückchen hier und dann. Da hinten fliegt echt nochmal Loot runter, gell, wo der ist. Weil finden wir hier oben den Karabinerschützen. Da sitzt ist das ein Fahrzeug? Oh, wir müssen nach links. Genau zu den beiden Heinis. Ein stehendes Fahrzeug nehme ich an. Ja. Ich glaube, gehen wir schon mal am Hügel entlang hier, oder? Hm. Und zumindest nach rechts haben wir da Deckung. Könnten vielleicht hier nochmal hin. Nee, macht keinen Sinn. Okay. Er wollte es aber auch wissen, Alter. So, unten in die Bucht würde ich glaube ich ungerne. Nee, das macht keinen Sinn. Da lieber eher hier, wo wir gerade sind. Ja. Mal gucken, dass wir nach hinten ein bisschen gucken. Blöde Karabinerschütze müsste ja bald kommen. Der Typ da hinten rennt auf 235. Hat gelaufen, also am rechten Ende der Stadt, ganz hinten. Okay. Nehmen wir noch mal einen Energy Drink. Ist eine gute Idee. Den einzigen. Dann noch einen, einmal Schwarzmittel, muss reichen. So, von oben könnte gleich was kommen. Wir gucken in unsere Richtung, wo ziemlich weit weg. Ja, das erstmal nach hinten absichern. Bauen wir jetzt Deck. Ne, erst gehen wir lieber in die andere Richtung als Deckung. Also quasi, ne, ich meine, genau so. Weil der Jeep in unsere Richtung geguckt hat. So, rechts an der Küste sehe ich keinen, da wo wir hergekommen sind. Ja, ich kann, ich denke mal geradeaus über uns, über den Hügel. Wenn dann. Ja, da müssen sie schon da sein, die Zone tut jetzt. Okay, die sind weiter drüben. Ja. Mehr Richtung Nordwesten. Ja. Wir könnten mal hingucken vielleicht. Oh ja, ja, ich spring die Zone ab, du Scheiße. Ich glaube, die sind hinterm Hügel, die sehen wir nicht. Naja, sind sie auch. Können wir lassen. Da müssen wir in die Stadt ran. Unten.
doch ein bisschen an der Küste lang, ne? Ja. So, dann nochmal hier runter. Schade. Dann aber relativ rechts dran, dass wir das als Schutz haben. Oh, da oben links ein Baum. Die Richtung. Ja, ja, ja. Ja. Durch den Baum durch. Ich hab nicht gesehen. Weil er nicht da von dort aus schießt, glaube ich. Der andere ist unten am Strand, unten am Strand. Ja, ich sehe ich aber. Ach, da unten, ja, ja. Ja, ich habe ihn auch noch einmal erwischt. Das waren, glaube ich, mehrere Teams jetzt. Der eine hat sich auch schon die ganze Zeit da hinten versteckt, ja, die feige Sau. Der eine war unten am Strand, der andere war oben drüber. Ja, ich glaube, das waren unterschiedliche Teams. Freiheit. Nee. Nee, waren es nicht. Echt nicht? Ja, nur klar, Devcamp waren es nicht. Na gut. Ja, hatten die uns jetzt natürlich super im Visier. Mit tiefen Entspannt alles machen. Also haben wir mal auch eine Scheißposition gehabt. Ja, nur wenn die da unten nicht sind, dann nicht. Hm. Nee, in dem Falle leider dann doch. Ich geh mal kurz pinkeln. Jo. Ich bin auch schon bereit. So. Ach, hey, Jemine, okay. Ja, dann. Kommt mal wieder hierher. So, wo führt er hier hin? Ach, lass mal das hier machen. Yo. Yo. Probier mal wieder die City oder was? Yo. Nur bis hinkommen. Ich auf jeden Fall nicht. Na, am besten ziehst du schon mal. Wenn du sagst, oder du kommst nicht bis hin. Ja, obwohl, komm, das schaffen wir bis dahin. Ja, dauert halt nur Jahre. Ich muss ein bisschen ziehen. Ja. Nee, warte, komm. Achso, wir könnten aber auch. Da gehen noch welche hin. Dann lass uns doch dahin gehen, wo du gerade bist. Wenn es gar nicht geht. Viel weiter unten als ich. Ich habe ein Auto auf jeden Fall. Wenn es gar nicht geht, nehmen wir hier das Auto und fahren weg. Bei mir sehe ich keinen, ja. Ne, die anderen beiden aber. Die dahin fliegen, wo wir gerade hin wollten. Komm, zu dir gefahren. Zwei Helm liegt hier drin. Falls du irgendwo wieder eine OMP siehst, sag mal Bescheid. Ja. Gut, würde ich nämlich nehmen. Willst du die Vektor haben? Ja. Ich komme gleich rüber zu jetzt dir. Jetzt nicht mehr. Okay.
Was hast du Schönes? Ja, hab ich sogar Karabiner und M16 erstmal. Das ist stark. Und die M16 hab ich halt jetzt Muni. Okay, und ich nehme die M4. Karabiner habe ich dann auch hier Muni. Hab ich genug. Kompensator habe ich noch für dich dann. Nur kein Visier, aber ich brauche keins. Ja, dann nimmst du eins von meinen. Welche Maus warst du jetzt noch nicht? In dem kleinen Grün? Das kann sein, ja. Na, dann geh mal da rein, ich gebe dir da drin meine Holo. Irgendwo hingelegt? Jetzt kriegst du es. Hier ist auch noch ein Holo. Kannst du das nehmen? Ja. Gut, mehr gibt's ja nicht. Fahren wir weiter. Wohin? Wir sollen. Ruin, oder? Okay. Also, deine oder meine? Gucken wir mal, ob da jemand ist. Ich sehe es wahrscheinlich eh wieder nicht, wenn da jemand ist. Wir werden es merken. Oh. Sieht zu aus. Bitson. Ich bleibe da im M4 erstmal. Eine große Waffe würde ich noch bevorzugen. Was Fernkampf oder was? Ich hatte jetzt gerade die Mutant, aber. Jetzt geht das wieder los. Das ist ein Karabiner, nicht toll, meine ich. Ja, schon klar. Ist noch eine Zweier Weste bei mir. Ich bin zweifach ausgerüstet. Ah, okay. Ich glaube noch nicht mehr im Rucksack, ja. Gut, müssen wir es haben, oder was? Na dann, fahren wir mal zu der anderen Markierung. Ecke das Haus ist? Jo, war ich als erstes drin. Hoffentlich bin ich schnell genug. Ja. Dann gucken wir uns das mal an. Noch irgendwie zu aus. Ach komm, da können wir stehen bleiben. Ja. Das ist soweit korrekt. Ich bräuchte nochmal eine Nahkampfwaffe, weil sind denn M4 oder Skarsis, wenn mich das sehr interessiert. Mach ich. Hier ist noch ein zweiter. Ist das jetzt hier Hagel oder Schnee oder was ist das? Ich habe hier Mündungsfeuerdämpfer. Für deine DMR. Brauche ich nicht. Okay. Du hast mir einen Kompensator gegeben für meine Sniper. Na gut. Ich habe ja auch wieder nur eine UMP im Angebot. Das ist jetzt, ich glaube, ganz normaler Nieselregen. So ist eigentlich schon wieder Bombenzone. Das ist auch eine Mutante, warst du schön, gell? Jo.
Also ich wollte noch Munition, falls du brauchst. Mit Barrel liegt hier auch. Ja, nee. Das ist nicht so gut wie was ich hab. Ja, ich würde nur noch eine Sniper nehmen. Gegen was anderes tausche ich jetzt erstmal nicht. Wie stärker sind wir auf dem Dach? Ich habe in der M4. Oder eine AK. Das ist okay, ja. Jupp. Na, die M4 ist hier unten. Nicht die M4. Okay. Das. Taktisches Lager noch, dann ist die voll equipped. Sehr gut. Ich brauche noch. Achso, Griff hast du gesagt, hast du. DMR-Magazin kommt weg. Und du hast alle Häuser durchgeguckt, ja? Ja. Okay. Immer noch kein Visier gefunden, so eine Scheiße. Kein gutes. Ich hab auch nur ein Dreifach. Na, immerhin was. Hier schon reinguckt. Aha. Ich bin jetzt gerade hin, Richtung Schule. Hab ein Achtfach gefunden, kann ich noch nicht benutzen. Na, dann tausch mal. Sehr gut. Das war jetzt gerade aus Richtung Schule, Entschuldigung. Ja, einfach die Richtung gehen. Achso, ja. Nächstes Gebäude. Motorrad? Auto? Buggy. Kommt hierher, hält an. Wahrscheinlich das andere Auto gesehen. Ist schon hier. Drüben im anderen Haus, genau gegenüber. Ich sicher nach rechts ab. Ja. Granate ist geflogen. In dem anderen Haus drüben drinne. Oh. Ich muss mal kurz nach oben mich heilen. Kommt noch ein Auto? Vorsicht, ach Mann! Nervt schon wieder. Ach, hör doch auf, woher weiß er denn das? So ein Dreck, ey. Woher wusste er das? Keine Ahnung. Macht keinen Sinn. So laut. Was? Jörg, ich weiß, es ist nervig, aber ich muss nochmal Pause machen. Mhm. Wir machen dann nach dem Abendbrot weiter, würde ich sagen. Macht ihr jetzt Abendbrot oder was? Nee, aber Josie geht nochmal zur Apotheke und danach. Ich möchte sagen, um die Kleine jetzt, dass sie weiter schläft. Jo. Gehe ich erstmal raus hier.